Experience of the kingdom of God already within us. Lasst uns den Herrn danken für die Erfahrung des Reiches Gottes, das schon in uns ist. Now, the plan of God is to establish the whole world, the kingdom of God. Der Plan Gottes ist, dass das Reich Gottes über die ganze Welt ausgebreitet wird. Do you believe all Hindus, Muslims, Buddhists, all atheists, they all will one day become knowing Christ and become in the kingdom of God? Do you believe this? Glaubt ihr, dass alle Muslime, Buddhisten, Hindus, alle Atheisten, dass sie eines Tages Christus kennenlernen und in dem Reich Gottes sind? Ja. Yes. Very good. Das ist gut so. When you believe, it will happen. Wenn wir glauben, dann wird es auch geschehen. Today, even the Christians don't believe this. Heute ist es so, dass selbst die Christen das nicht glauben. Once in this type of a Bible study school, when I said Jesus came for all religion people, suddenly one woman got up and went away because her thinking was every religion has their freedom to have their own God. Als ich einmal gesagt habe, dass Jesus Christus gekommen ist, um alle Menschen zu retten, stand eine Frau auf in so einer Bibelschule und sie ging weg, weil ihre Einstellung war, dass jede Religion ihre eigenen Freiheiten hat. That looks very good. Every religion should have their own freedom. It looks very, very nice. Das sieht so ganz nett aus, wenn jede Religion so ihre eigenen Freiheiten haben kann. They have freedom to choose Christ. Sie haben die Freiheit, Christus zu erwählen. Because the truth, then what is the truth? The truth is, in no other name salvation is given except Jesus. Und die Wahrheit ist, dass in keinem anderen Namen die Erlösung gegeben ist, außer in Christus. More clearly, no other Jesus is not like yesterday Holy Father's preach was. It's not a philosophical idea. It is a truth that Jesus, the Son of God, become man. It is done only in one person. Noch deutlicher, so wie es unser Heiliger Vater gestern in der Ansprache gesagt hat, unsere Religion ist nicht eine Philosophie, sondern der Sohn Gottes ist Mensch geworden. It is a person, Jesus Christ. Es ist die Person, Jesus Christus, die uns rettet. This Pope Benedict used to always say, Christianity is not a philosophy or a set of rules, but it is a person. Jesus Christ. Unser emeritierter Papst Benedikt hat es gewöhnlich immer wieder betont, dass unsere Religion keine Religion der Philosophie oder auch keine Religion der Gesetze ist, sondern dass es eine Person ist, Jesus Christus, zu der wir in Beziehung stehen sollen. So also Kingdom of God is a person. Auch das Reich Gottes, es ist eine Person. And that person want to meet us, meet every human being. Und diese Person, sie möchte uns treffen, sie möchte jeden Menschen treffen. And the Creator God has not given any other person like Jesus
to take the sin of the mankind. Und unser Schöpfer hat keinen anderen Menschen auserwählt und gefunden, der die Sünden der ganzen Welt auf sich nimmt, außer Jesus, seinen Sohn. All other religion people also will be saved only through Jesus Christ. Auch alle anderen Religionsgemeinschaften werden errettet durch Jesus Christus. Because for Jesus there is no religion. He is a God of all. Für Jesus gibt es keine anderen Religionen. Er ist der Gott für alle, der Gott aller. So, this is an aspect of the kingdom of God again. Das wiederum ist ein Aspekt des Reiches Gottes. Kingdom of God has several dimensions. Das Reich Gottes hat verschiedene Dimensionen. First is a personal dimension, a personal experience of the kingdom. Das eine ist die persönliche Erfahrung des Reiches Gottes. Then it becomes a family dimension. In every family, the kingdom come in every family. Und dann ist es, dass das Königreich in jeder Familie Einzug hält. Then every parish or every place. Und dann jeder Ort, jede Pfarrei. So it develops from the personal to family to social level. Es entwickelt sich also vom persönlichen Leben über die Familie in das soziale Gefüge hinein. And in every country. Und in jedem Land. And the kingdom spread to the whole universe. Und dann wird das Reich Gottes auf das ganze Universum ausgebreitet. Yes. And then it go beyond the universe. Und dann übersteigt es das Universum. Yes. So kingdom of God also has the victorious level, the suffering level and the pilgrim level. Also das Reich Gottes hat diese Stufe des Sieges, diese Stufe des Leidens und diese Stufe der Pilgerschaft. Yes. But in zusammen, all together is the kingdom of God. Und alles zusammen ist das Reich Gottes. That is the church also. Das bezieht sich auch in gleicher Weise auf die Kirche. The church has, church is not a visible reality, but church has an invisible reality. Die Kirche hat auch nicht nur eine sichtbare Realität, Wirklichkeit, sondern auch eine unsichtbare Wirklichkeit. Generally people think church means that building, that person, priest or the pope. No, that is not the church. Gewöhnlich denken die Menschen, die Kirche, das ist das Gebäude, das sind der Papst und die Priester und die Bischöfe. Aber das stimmt so nicht. Yes. Church has got much greater level. Die Kirche hat eine weit größere Stufe. Every one of us is a molecule, is a member of the body of Christ. Jeder von uns ist ein Glied am Leib Christi. Suppose if this small finger is little bit cut, the whole body will suffer. Und wir wissen, wenn der kleine Finger eine Verletzung hat, dann leidet der ganze Körper, der ganze Leib. So if you and me, a member of the church, the body of Christ, if one of us suffer, that will have an influence on the whole church. Also wenn wir, du oder ich als Glieder dieser Kirche, wenn wir leiden, dann hat es einen Einfluss, eine Auswirkung auf den ganzen Leib der Kirche. This you have to understand through the wisdom of God. Das müssen wir durch die Weisheit Gottes verstehen lernen. We will understand when you see that we belong to the body of Christ. Und wir verstehen das, wenn wir auch verstehen, dass wir Glieder im Leib Christi sind. We are part of the body of Christ. Wir sind Teile am Leib Christi. So all this is the aspect of the kingdom of God. All das gehört zu den Aspekten des Reiches Gottes. Now, eventually, this kingdom of God is given to us here while in the earth, not only for the earthly life. Und das Reich Gottes ist uns hier auf der Erde gegeben, nicht nur für unser irdisches Leben. It is an advanced experience of the life after our death. Es ist eine vorweggenommene Erfahrung des Lebens nach unserem Tod. So we, in the beginning itself, I read out from 1 Corinthians chapter 15, 19.
If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all. Wir haben das am Anfang schon mal gelesen im 1. Korintherbrief 15. Nein. 1. Korinthians chapter 15, verse 19. Vers 15. Kapitel, Vers 19. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. So Kingdom of God, the moment we experience the Kingdom of God, our hearts and mind will fly above a life after our death. In dem Moment, wo wir die Erfahrung des Reiches Gottes in unserem Herzen und in unserem Geist machen, erhebt sich unsere Existenz gleichsam bis in den Himmel hinein. That a life after our death. In das bis zum ewigen Leben, bis zu dem Leben nach unserem Tod. And that is the higher level of eternal life. Und das ist die höhere Stufe des ewigen Lebens. It's an everlasting life, everlasting, never ending. Our life never ends. Das ist das ewige Leben, das Leben, das nie mehr enden wird. This is also big confusion to many people today. Das ist heute auch bei vielen Menschen verwirrt. Da haben sie keine klare Einstellung zu. Sometimes when I was giving a seminar in Germany, one man came to me and said, "Do you believe in reincarnation?" Und einmal, als ich in Deutschland ein Seminar gegeben habe, da kam ein Mann zu mir und fragte mich, glaubst du an die Reinkarnation? I said, there is no reincarnation. Every human being incarnates only once. He lives only once. His life is eternal. Und ich habe gesagt, nein, es gibt keinen Grund, an die Reinkarnation zu glauben, weil jeder Mensch hat nur ein Leben und er bekommt nach dem Tod das ewige Leben. Es gibt kein anderes Leben. And this person say, I have gone to India, I met so many gurus, I learned about reincarnation. Und dann sagte der Mann weiter, ich bin aber in Indien gewesen und ich habe dort so viele Gurus getroffen und sie alle haben mich belehrt über die Reinkarnation. I said, but do you believe in Jesus? Und ich habe zu ihm gesagt, aber glaubst du an Jesus? Yes, I am a Christian. I am a Catholic. Ja, sagt er, ich bin ein katholischer Christ. So what do you say in the credo at the end? I believe in the life everlasting. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber was betest du denn immer am Schluss des Glaubensbekenntnisses? Ich glaube an das ewige Leben. Ja, ja, I believe that. Ja, ja, das glaube ich auch. So how can these both together be there? Wie kann das beides zusammen da sein? But all my problems now I know it is because of my last birth. Und alle die Probleme, sagt der Mann, die ich jetzt habe, ich weiß, das ist wegen meiner letzten Geburt. I said that is wrong. Ich habe gesagt, das ist falsch, das ist komplett falsch. All your problems are because of you are called to share the suffering of Christ. It is not because of your last birth. You have only one birth. Und ich habe zu ihm gesagt, nein, das ist komplett falsch. Alle deine Leiden und Schwierigkeiten, die du jetzt hast, die sind dafür da, dass du sie mit dem Kreuz Jesu vereinst. Es gibt keine zweite Geburt. Du hast nur eine Geburt. So when if anybody think that a person has a reincarnation, a birth after another birth, that means you don't believe in the Einzigartigkeit of his nature. Und immer wenn ihr einen Menschen trefft, der an die Reinkarnation glaubt, der glaubt, dass er nochmal wiedergeboren wird, der hat nicht diesen Glauben, dass er einzigartig ist, dass er von Gott einzigartig geschaffen ist. He was created by God like God. Er hat nicht den Glauben, dass er Gott ähnlich geschaffen ist. He has only one life. And that one life is never ending. Then how can there be a reincarnation? Also er hat nur das eine Leben und dieses eine Leben ist unendlich. Wie kann er da wiedergeboren werden? Verstand? So, you see, so many people believe in the reincarnation. So viele Menschen gibt es heute, die an diese Reinkarnation glauben. So, Kingdom of God
That means they don't understand the kingdom of God. They don't experience the kingdom of God. Das heißt im Tiefsten, dass sie das Reich Gottes nicht verstanden haben, dass sie noch nicht die Erfahrung des Reiches Gottes gemacht haben. When a person believes in kingdom of God, that means his life is already into eternity, never ending, everlasting. Wenn ein Mensch an das Reich Gottes glaubt und im Reich Gottes ist, dann ist sein Leben, reicht es schon hinein bis in die Ewigkeit, dann hat er schon das ewige Leben in sich. So, then that gives us a great joy about I have a life after this life, in the sense after living in the earth, I have a continuation of my life beyond this earth. Und das gibt uns eine große Freude, weil ich weiß, wenn dieses Leben hier auf der Erde geendet hat, dann habe ich dann geht mein Leben weiter über diese Erde hinaus. It is a continuation. Es ist eine Fortsetzung, es geht weiter. Yes. Now, in the Bible, several places, particularly in John chapter 3, Jesus said about a new life or born again, that is also not reincarnation. In der Heiligen Schrift, besonders im Johannesevangelium, spricht Jesus davon, dass der Mensch neu geboren werden muss, aber das ist keine Reinkarnation. Born again means your human nature will be recreated. It will be divinized to a new nature. Das Wiedergeburt im christlichen Sinne heißt, dass durch die Kraft Jesu wir neu geboren werden, unser Leben eine neue Schöpfung ist in Christus. Unless you are born again through water and spirit.